doppelt so viele Pickel wie sonst. Ehrendorn, es wird angeprangert, euer ausloses System ein Desaster. Der Dorn auf der Suche nach potenziellen Rändern. Stattdessen muss er mit Fingerschwingen in Opfer Kribbelstänker. Was willst du Esel auf mit der Hand verrichten? Der Dorn kann Kevin Lauch durch Glasfaser riechen. Mach keine Hektik. Da war echt jemand schlechter als du. Da war echt jemand weniger Rapper als du. Ich will deinen Flow nicht so nennen. Für mich klingt das wie Wacker Poetry Slam. Blend doch bitte meine Texte ein. Hey du fetter Schwein, hast da mal endlich nen 16er freshe Lines. In deinem Video, meine Sprott bei Livio. Deine senkt bei Zuschauern den Libido. Ich sehe deinen Bart, was fällt mir bei der Runde ein? Mit ner Mütze und den Namen könntest du mein Double sein. Also Namenswitze werden diesmal nicht so ganz reichen. Ohne die Effekte wäre dein Video echt langweilig. Guck wie ich den Bastard zerreiß. Nicht zu stoppen wie ein Puma, was ein Hammer-Vergleich. Feierst Alligator und covers ihn erstmal. Produktion verkackt das Ziel von einem Battle. Ohne Rücksicht deinen Gegner möglichst aufzuregen und nicht anzuregen. Chris fühlt sich abstrakt, doch wirkt erwartet drogensüchtig. Ich wünsch mir eine Gegnerrunde, kein Softball um anzulegen. Warum denn authentisch wirken, wenn man gar nicht wirken kann? Performance wird halt weggelassen und wird auch nicht hinterfragt. Vor Runden Rapper wieder jemand, den man schnell vergisst. Jay oder einfach die Verkörperung von Jerry. Jeder Nerd wie du denkt jetzt echt, der Rap der beteilt. Doch deine schlechten Vibes kaschieren nicht deine Hässlichkeit. Ich bin Agron, ich bin heftig und kille sie. Doch bei dir Penner wirkt selbst Baggy wie Skinny Jeans. Verrat mir mal ey, wieso schreist du so laut? Mach ein HDF auf deinem Channel Agron TV. Die Mini-Me-Line war fast nicht scheiße, du Bauer. Würdest du nicht aussehen wie Mike Myers in Austin Power? Auf Valium und Methadon und wäre ich zudem seit 10 Tagen tot. Denn gegen dich habe ich Flow. Gegen dich hat dieser Nächster heftig technisches Niveau. Denn was du machst, mein Sohn, ist nicht nur ziemlich wack. Nein, es wirkt inklusive Rap, mehr so wie inklusive Rap. Vielen Deppen kann man sagen, sie seien Standard angepasst. Nur bei dir frage ich mich, wie du die Quali überstanden hast. Sagt jemand, du seist Durchschnitt, weil du eigentlich ganz tight bist, hätte damit 90% aller Teilnehmer beleidigt. Bei deinen Reimen merkt man schon nach 3 Sekunden, scheiß auf Double Time. Du hast den 1/3-Achtel-Time erfunden. I don't give a shit about you. Sorry. Letzte Runde ein mit nem Pferdeschwanz, diese Runde ein Pony. What? Ich dachte kurz im Ernst, dass du toll mega stabil bist. Ich habe viel recherchiert, aber boy, du existierst nicht. Du passt ballert auf Nobodies, doch nicht mal das wird für dich ein Erfolg, denn du weißt, um ein Nobody zu sein, muss ich wenigstens einer folgen. Du wärst bestimmt der geilste Banger in deinem Village, doch du besser dachtest, scheiß drauf, ey, kein Image ist halt auch ein Image. Weg mit nem Fake Ass. Du wirst von den Juroren gefickt, denn dein Künstlername beginnt mit Yes, doch dein Rap ist keine Drohung für mich. Dein Name klingt wie so ein Anime-Streifen und nichts könnte akkurater deine Lage beschreiben. Du bist so hart am Verzweifeln, schon nach der Auslosung hast du wie im Anime üblich ganz große Augen gemacht. Willst du ja reintrollen? Wäre das VBT deine Serie, wär sie scheiße und hätte nur 2 Folgen. Witzig wär sie keinesfalls. Du willst meinen Künstlernamen in dein Death Note kritzeln, aber schreibst ihn falsch. Deine Geschmacksrichtung ist ziemlich beschiss. Ihr nennt euch Triple Six und seid echt cool aus Urban Dictionary. Kingpin, du bist so Gangster, nenn mich doch gleich Pin at Larry. Ich frag mich, was du beim Turnierbeginn gedacht hast. Rumgeschrei und Gangsterlines wird schon passen. Ich bemitleide MCs, die so ein Image nötig haben. Trotz der Muskeln musst du Winstling-Shirts in Kindergrößen tragen. VR3 kann kommen, ich schub's dich beiseite, du Zwerg. Denn beim Bowling fällt der Kingpin ja meistens zuerst. Der Krieg so spät, ich trau's drunter drüben. Es ist Kingpin, der Ossi, er will nach drüben. Yeah. Ruffy stepped on Mike, jetzt wird der Kingpin weggestrikt. Ey, du hast mich als Gegner und packst das Mike nie wieder an. Du redest mit dir selbst, hast du Schizophrenie oder was, Junge? Einmal Maske ab und einmal Maske auf. Alter, das gab's doch schon, leg dir bitte was anderes auf. Mal ehrlich, wie willst du Affe mich fordern? Willst du mit Hurensohn 9 etwa den Punchline Award holen? Und auch wenn deine Persönlichkeit gespalten ist, ist das hier noch das VBT, hier macht man alleine mit. Erzähl nicht, dass dein Scheiß jemandem gefällt. Du hast 2 Likes auf deiner Seite, was das? Etwa du selbst dich? Stell deinen Verstand gerade echt mal in Frage. Denn für dich ist das Bonschluss-Album eins der besten des Jahres. Du zeigst keine Gegend.
gerne der Knüller sein. Doch rappst über Patron, bitte lass das mit ein von alleine. Ja, ich schick dir den Screener nach Haus, schreib's unten beim Shisha rauchen und so siehst du auch aus. Hast du der ein von Passage keinen Reim, aber na gut, bei deinem Flow kann man das gerade so verzeihen. Wenn man so konsequent am Pack vorbei rappt, wie es du tust, dann ist so ein kleiner Reim doch gleich geschenkt. Du bist der König der Drecksvideos, echt nett wie du dich disst. Pack diesmal doch noch eine Warnung vor deinem Rap, vor deinem Clear. Mit deinem hässlichen Gesicht bringst du ein Spinner-Rap. Du Paradebeispiel für Internet statt Intellekt. Ich hau jetzt die nächste Pussy raus. Und wenn wir ehrlich sind, dann sieht wie ne Muschi aus. Wow, 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 sag bye. Yeah. Hier fängt die Gucci-Tasche um den Hals zu lauch. Leih dir von deinen Brüdern dein Mercedes aus. Was damit in deinen Videos auf Überbaus. Hol doch erstmal dein Fahrrad aus deinem Keller raus. Yeah. Ich guck dir deine Quali und bekomm erstmal ein Lach. Vielleicht hast du keine Freunde, die dir sagen, lass die Scheiße nach. Ich werd dein VWT-Traum jetzt gleich mal beenden. Glückwunsch für 70 Klicks und 3 Abonnenten. Hey. Hammerbruder geht jetzt Fame, verkauft bald 3 Alben. Und deinen unnötigen Hammer kannst du Lauch nicht mehr halten, du Fotze. Während du dein Part in das Mic flüsterst, frag ich, welchen Rapper willst du damit denn einschüchtern? Denn du bist niedlich, so wie Sweetie das Küken. Aber täuscht euch nicht, denn Hammerbruder gibt's auch ein Wüten. Von mir gefickt zu werden gibt's für Amateure eigentlich niemals ohne Gage. Deshalb tanze ich den Crip Rock auf deiner Schwiegersohn-Visage. Du bist wieder ne Blamage, weil ich nur dein Audio mix down so ziemlich für den Arsch ist. Du trägst den TF-Fischer-Hut, aber wenigstens ist dir das anscheinend selber auch peinlich. Weshalb du ihn erst falsch herumträgst, nur um ihn dann unabsichtlich am Ende zu zeigen. Ja. Was ist das für heftige Scheiße? Und dann trägst du auch noch einen Zähneflaschen-Dispensana. Aber nicht um deine Fresse nicht zu zeigen, nein, nur um die Gefährlichkeit deines Selbst zu unterstreichen. Von Paaren im Kofferraum, dass du gefährlich bist, können wir ihn nur verstehen. Du siehst ja wirklich suizidgefährdet aus, aber zum Glück haben das nur 179 gesehen. Du kommst so zum Videodreh mit Fußballerschulden, deine Freunde so heftig. Aber was soll das Bandana in der Fresse? Ja, ja, Brudi, pass mal auf, ich kann das leider meinen Text. Der Zoobesuch macht den lässig im Alleingang. Selbst der Affe mag ihn nicht und kackt direkt in seine Scheißhand. Ich weiß, wieso du deine Fresse nicht gezeigt hast, weil man hässlicher nicht sein kann und ne Elektrokippe, Alter. Und was ist Boja für ein Name? Also auf Rumänisch heißt das Pfeffer. Was frage ich überhaupt? Ist halt scheiße, wenn dein Name schon klingt wie ein Zweckreim. Aber auf Polnisch heißt das schlau. Echt? Nein. Bei dir ist zweite Vorrunde Blackout, denn ich hau dir bald aufs Maul, so wie bei Raw oder Smackdown. Du gibst 100%, ich gebe mir ein Kopf, du Regel. So Vorrunde 2, juhu, es wird cool, aber nicht mal dieser Foolish war so foolish wie du. Sei dir sicher, das ist deine Grabrede, Spaß, du bist wie ein Banker, weil du Kapitalgene hast. Got it, ich krieg ja vor den Proll, okay, seine Quali und die Runden sind die Wurzel, mich bis Glück. Geh dich zum Mond, Apollo 11. Du kannst warten und warten, ich hol dich nicht zurück. Ich fass es nicht, wow, was für ein Clown. Wenn du die Stimme noch tiefer drückst, kackst du sie aus. Mich als Gegner bekommen, hättest du bis Haus hoch zerfüllt. Hättest du statt der Stimme lieber mal die Daumen gedrückt. So sind deiner Qualität, Double Time, scheiße, wie cool. Schon deine Begrüßung ist peinlich, denn du schreist Konnichiwa, yo, ich wünsch dir Gesundheit. Junge, ich zersiebe dich, du Lappen. Um dich mit deinem Punch zu ficken, muss ich keine 100 Liegestütze machen. Und ich krieg auch keine Glatze, sag, kannst du erkennen. This is not my final form, bitte, ich werde zum Super Saiyan. Doch du fickst dich mal mit deinem Kamehameha, denn du findest deine Sexpartner, du geil, wenn die Tentakel habe. Wenn ich dich besieg mit nem Part, sieht man dich miesen Versager. In Japan abhängen, Aokigahara, ey, du weep, hast es hart. Deine Parts sind Billow und dein Waifu ist ein Bodypillow. Bitch, du rappst ziemlich schwul, so als hättest du 9 Schwänze in dir stecken wie Naruto. Ich schwöre in den Ein und danach zitterst du schon. Alter, wer hat die Nudelbeine von dem Wichser gekocht? Vielleicht bist du deshalb einfach so am Wabbeln und Böbern. Fuck it, vielleicht bekomm ich in Runde 3 einfach ne Pizza. AMD vor Runden schreck, du bist ein Wack, vor dir haben sich die Favo-Punkte versteckt. Und deine überaus nervige und scheißhallige Stimme lässt denken, du bist gläubig, denn du recordest in einer Kirche. Gegen mich werde nur möglich, sagen sie alle. Ey, ohne Scheiß nach ne Punch recordest du nur noch Psalme. Deine Vorrunde 1 war MTV Crips im Trackloch. Nachdem ich dich burne, landest du bei Worst of Chef. Yo.
Mann, 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 Mann. Bei dir fangen wir doch am besten einfach mal bei Null an. Das ist der Tag, das ist der Beat. Rap geht zugrunde und Leute wie du sind schuld dran. Aber ich will auch nicht übertreiben, bis du recht ne Runde weiter, müssen wir nicht drüber streiten. Gegen den zu gewinnen war schon nicht schlecht. Der vergisst wahrscheinlich auch, wie man sich hinsetzt. Das geht raus an die Jury, das wird wieder ein leichtes Ding. Während Shooter nicht aufhört, nur Scheiß zu bringen, kommt Livio ins Battle und zerreißt ihn bin. Ja, ist klar, du bist ein krasser G und kannst dir Lines übers Ficken aus der Nase ziehen. Normal nimmt man sein Tempo und schmeißt es weg. Bei dir wird's aufgefaltet und eingerappt. Und du bahnst dir den Weg in die Charts, denn du machst, was da gerade so geht. Würde ich hier mit in die Trends kommen, wärst du der Erste, der auch so einen Anzug hier trägt. Du bist schlecht, das wissen wir. Du gehst. Du bist schlecht. Und ich battle diesen T-Wam, yeah. Wie was, wer nie gehört. Liegt nicht an der Maske, niemand weiß, wer er ist. Dieser Comic-Effekt macht dich weißer als du bist. Ja, ich weiß, du hast keine Zeit, dein Video zu drehen. Aber ist dir auch egal, weil es wird eh nie jemand sehen. Doch nehmen wir mal an, du hättest Team und Budget. Sag mir, wo würdest du drehen? Shisha-Café. Und du saugst an dem Schlauch wie nem Pimmel in der Hand. Toll, wie du Ringe machen kannst. Alle Kinder kriegen Angst und die Szene auch. Weil bei Wacken Double Time Flow dein Schädel raucht. Dein Flow, deine Moves, ja was bist du für ein Schmutz. Ich spuck dir ins Gesicht, solange du Movie Maker nutzt. Ich hab deine coole Quali gecheckt, doch dabei keine Spur von Zweck in deiner Quali entdeckt. Gab es denn nirgendwo nen Tisch ohne Flecken in deiner Assi, wo du ein dicker Mann gepitchte Stimme nenn ich lieber Massimoto. Du lädst mich ein, um ein Papierchen zu exen, und ich komm gern, um dir mit meiner Faust die Kiefer zu brechen. Den Star kennt dann zwar dein Maul nicht mehr für Videoeffekte, doch diese Runde ist für dich eh durch mein Messer die letzte. Du sagst, du rest ab jetzt nur so, wie du Bock hast, doch es klingt für mich, als wäre dieses so, wie du Bock hast. In etwa so, als würdest du halt gar keinen Bock haben. Du Schisswiss, du kommst nicht weiter. Du bist ein Ponyreiter, der Hobbyschreiber des Bungee-Fire. Ich war mal auf deinem Kanal und bin vor Fremdscham gestorben. Nur weil du Kolle coverst, bist du noch nicht Gangster, du Tom. Im Seniorenheim, wo Flieger mich den bundesweiten Babo nennen, trauer ich um dich, denn du hast 130 Abonnente. Komm noch her, ich prügel dich zu Scheiße per Schreinachs. Du Hurensohn bist leider nur weiter, weil Mike's ein Verwalter. Deine Großmutter, die abgeranzte Hyperfaltenschlampe, wippert täglich ein Motorradfahren im Hühnerstall misshandelt. Du bist ein Riesenfan von E-Zigaretten. Ich bau dir einen Sprengsatz in den Akku. Ob die Nawal dein Strumpf ein Gesicht hat? Ach, ist Wichsen lang kein Blowjob. Nimm dir deine Tennissocken und wisch dir den Anschweiß vom Kopf. Gute Maskenwahl, du bist wirklich einfach gestrickt und hast dich Nutte damit in beiderlei Hinsicht selbst gefickt. Sagst in echt jeder Hinsicht und nennst dich Optimum. Bei deiner einschläfernden Art passt da wohl eher Opium. Ach, du hast die Quali von markant gesehen und dir gedacht, das machst du auch. Aber es hat dich leider kein Stück markant gemacht. Markant gemacht. Nutte, sei froh, dass du wegen mir Klicks bekommst und dass ich dich Missgeburt ficke, ist eigentlich nicht umsonst. Als Therapie empfiehlt dir dein Psychiater Puppen. Hallo Wack MC, dein Rap ist zwar zum Kotzen und schlecht, doch wenigstens bist du die Topkarte im Mobbing-Quartett. Rothaarig, kurzsichtig, ey, ich frag mich, was das bitte soll. Jetzt noch lispeln und du hättest das Triple voll. Für dich ist Battle Rap ein hoffnungsloses Unterfangen. Alle Fronts verlieren den Wert, wenn sie aus deinem Munde stammen. Doch du hast den Grundgedanken, selber passt du dir denn auf dem Schulhof, haben sie früher auch stets im Kreis um dich herum gestanden. Dein einziger Freund ist der örtliche Buchhändler. Opfer, wie du rennen, irgendwann mit Shotgun durch die Schulmensa. Ich frag mich, wie du überhaupt rausgehen kannst, hast deine VR1 gedreht. Du bist ein Hautkrebs erkrankt.
Mädchen, yeah. Was ein hässliches Kind, yeah. Du siehst tief in das Glas und ich in diesem Battle kein Sinn, yeah. Das ist für mich jetzt genauso blöd wie für dich. Keine Angst, als du flieg hier raus und wir verheimlichen das Ganze. Wir erzählen allen, ich hätte gegen Jin gewonnen und hoffen einfach, dass niemand je davon Wind bekommt. Und wenn es doch wer mitbekommt, behaupten wir, ich hätte mich verlesen. Ja, das Battle hätt's gegeben, doch wir haben dir das Wind entnommen. Auch wenn es nicht stimmt, ja bist du blind, Mann, dann tu so. Du bist so Pussy, nenn ich Pfefferminz Hugo. Du rappst auf Ritalin, die Zeilen, yo, du wirkst ziemlich scheiße und wirst nicht mal im nächsten Jahr, ey, sondern nie was reißen. Alter, ich hab nachgeguckt auf Rappers hin und hätte nicht gedacht, dass ich Axel Schulz im Battle krieg. Nutte, ey, was glaubst du, wer du bist? Du hast mit 17 schon ne Bitch, die verkauft dich auf dem Strich. Du ballerst Schimmelweed und Pep mit deinen ganzen Freunden und schiebst dann Nikotinflash in deinem Gartenhäuschen. Aus welchem Engel willst du fronten? Du wirkst mit deiner 0,8, wer gießt wie ne lächerliche Fotze? Man dich denn ernst nicht mit deinem Kinderschokoladengesicht. Komm nach Hamburg, ich nimm dich auf meiner Fahrkarte mit. Du scheinst auf jeden Fall übertriebener Kolle-Fan zu sein. Und weil er das sagt, trainierst du laut bis heute noch keine Beine. VBT als Minderjährige zu battlen. Du nennst dich Samu, doch wirkst auf mich eher wie ein Kevin. Ich hab keinen Plan, was du da musikalisch für eine Schiene fährst. Du würdest wohl aussehen, wenn Justin Bieber bei 187 wär. Und wenn ich dir hier den Krieg erklär, wär das sinnlos, da du erst wen brauchst, der dir was über Krieg erklärt. Ich glaub, Rap hat einen schlechten Einfluss auf dich. Ey, nicht, dass hierdurch noch deine schulische Leistung einbringt. Letzte Runde wusstest du nicht, wer dein Gegner ist. Guck doch bei Rappers hin, du Vollidiot, da steht das drin. Sollen wir die Paarung noch per Brief hinterlassen? Ja, wenn du dann aufhörst, hier auf Weekend zu machen. Es wird dreckig und auf keinen Fall gewaschen. Fick ich einmal deine Freundin, dann wird Seife fallen gelassen. Für mich war die Slut nur einer meiner Tricks. Du bist geknickt, denn mit dir macht man keinen rein Tisch. Ich mein, was bist du für ein Taugenichts, Bro? Du bist ne rappende Seife, doch hast keinen sauberen Flow. Sehr scheiße gegen sehr funny, Kernseife gegen Kernasi.